Gott, das ist ja eine Wache. Nee, ach so, das ist einer von den... Oh Mann, einer von den Kätzchen. Und zum Beispiel so ein Ego-Shooter würde ich gar nicht livestreamen. Also erstmal würde man bei meinem Internet nichts sehen. Und zum anderen ist... Ach nee, ich weiß nicht, das... Hat man denn da bitte schon Kontakt mit seinen, Leuten da? Das Schöne an so einem Livestream ist ja, dass man mit den Menschen sprechen kann. Man kann sich mit denen unterhalten, man kann Tipps entgegennehmen und. Hervorragend. So, erstatte eine Töte... Ah, die wohnen ja hier alle? Krass. Krass. Wohnt der Innenweißlauf? Ich würde mal vermuten, dass der Innenweißlauf wohnt. Ist auch aufgefallen, dass ich zu selten die Klappe halte. Ich habe immer große Probleme mit den Schneiden von Folgen, weil ich nie Lücken finde, wo man mal was einsetzen kann. Deswegen schneide ich mich auch öfter mal zwischendurch ab. Panzer an Saudi-Arabien? Ja, ja, macht unsere... Also die Bundesregierung macht das nicht, sondern... Warte. Wie heißt denn der Waffenladen? Oh, na egal. Jedenfalls, das sind denn die Panzer, die die Zivilisten überfahren. Das sind natürlich nur zur Heimatverteidigung. Genau. Ja. So war das damals im Krieg. Wer ist denn hier? Ah. Aber ich wollte ja eigentlich den Stream politikfrei halten. Also generell meine Let's Plays. Was ich alles über Politik erzählen könnte, ui. Venedig habe ich mich mal irgendwie 5 Folgen lang über Polizei ausgelassen. Ach, das war schön. Das sieht mal lustig aus, wie der Pfeil so losfliegt. So, töte Anoria. Ja, der ist schon tot. Aber warten wir mal kurz ab. Ja. Hier. Ach, verdammt, wo ich gerade im Weißlauf bin. Ich muss mal kurz ein bisschen wegschleichen hier. Und dann die Taverne und mal Gerüchte hören. Mal sehen, was die zu sagen haben. Dum, 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 dum. Oh, die Wache möchte auch nicht. Ey. Haben die Vorteile gegen Khajiit? Was mit Himmelsrand ja, ja, alles. Nicht stimmt. Mit diesem Wagen alles ist zu machen. Ja. In Ego Shooter macht man sich nur Feinde. COD Battlefield Konflikt. Ja, ich hätte dich bereust immer noch, dass ich COD gekauft hätte. Ich hätte lieber mal Battlefield kaufen sollen. Hätte ich mehr von gehabt, auf jeden Fall. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und... Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ja, Gerüchte? Ich nehme an, ihr habt den Gülden Grünbaum gesehen? Einen großen Baum, ganz verbrannt, mitten im Windbezirk. Er gehört zum Tempel von Kynaret. Die Leute wollen, dass Danica deswegen etwas tut. Aber ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Ich auch nicht. Was hast du nun so für Gerüchte gehört? Klatsch und Tratsch, genau. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Habt ihr Gerüchte gehört? Genau. Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jahr gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Hässliche Kinder! Das geht ja gar nicht. Fern. Ja. Das ist ja schön. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ah, das könnt ihr auch keine Ahnung, dass man hier irgendwie sich erst Gerüchte anhören muss. Mann. Gut, dann ziehen wir mal die guten Handschuhe an, nachdem ich irgendwie 20 Mal im Chat darauf hingewiesen wurde, dass ich doch lieber die Schattenhandschuhe anziehen soll, weil die viel cooler sind. So, reden wir mal mit meinem besten Homie Balgu. Vielleicht hat er noch was zu melden mit seinen Kindern, dass sie komplett verzogen sind. Arschlochkinder. Genau, komplett verzogen, die Görn. Alles falsch machen, aber falsch machen kann in der Erziehung. Jetzt wird viel Freiräume gelassen. Ja, Kindererziehung ist ja auch so ein Thema. Oh, da kann man sich ja richtig... Oh. Nein, du kennst mich nicht. Da kann man auch viel falsch machen, glaube ich. Gut, dass mich das noch nicht so richtig betrifft. So gar nicht. Außer wenn ich vielleicht irgendwie mal mit meinen... Obwohl, meine Cousins sind auch nicht mehr so klein. Ich glaube, ich habe gerade gar keine Verwandtschaft, die kleine Kinder hat. Hey, welch Glück. Obwohl, langsam war das hier, komme ich das in ein Alter, wo Freunde langsam beginnen, Kinder zu haben. Ja, Krimpf. Mann. Zwar nur kleine Kinder, aber naja, was soll's. So, hallo Bargruf, alte Socke. Ja, ja, Schnauze. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe gehört, pro Kinder. Ja, mein jüngster Sohn. Ein Schatten hat sich über ihn gelegt. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Er war immer sehr still. Aber in letzter Zeit hat er sich irgendwie verändert. Er ist grüblerisch geworden. Und gewalttätig. Er spricht nicht mehr mit mir. Aber ich weiß nicht, was ich ihm angetan haben soll. Wenn ihr mit ihm reden könntet, ihm die Wahrheit entlocken könntet, wäre ich euch überaus dankbar.
Okay. Die Flüstertür. Findet heraus, dass Nelke nicht stimmt. Wo ist denn Nelke überhaupt? Da ist nur das andere verzogene Girl. Wo ist das andere Ja, schön, dass wir es gemacht haben. Ja, Quest aktivieren wir auch eine gute Idee. Im Morgengrauen bringen Meridias schwer. Nee, da, die Flüstertür. Peilung aufnehmen, da lang rennen. Ja, diese Questpfeile, wenn ich mich noch am Morgenwind erinnere, wie ich da manchmal geflucht habe, wo ich mir nur dachte, wo soll ich hin? Ja, es war echt gut. Die beste Mission im Morrowind war immer noch, die Pilgerreise. Du sollst von einem Ende Morrowind zum anderen und darfst nicht reden. Das war insofern ganz lustig, weil das bedeutet nämlich, du darfst keine Zauber sprechen, glaube ich. Und du darfst keine Fernen nehmen und keine Schlickschreiter und keine Teleporter in der Magiergilde. Das heißt, man muss diesen kompletten Weg von einem Ende Morrowind zum anderen laufen. Das war natürlich total lustig. Weil es ja auch gar nicht ungefährlich war. Ach, war toll. Und die Pilgerreise. Ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Jo, grüß dich. Also schickt euch das widerliche Schwein, um mich zu nerven? Eines Tages zerlege ich ihm seine Visage, damit er mich alleine lässt. Mein Vater weiß überhaupt nichts über mich. Aber ich weiß Dinge über ihn und über den Krieg. Mehr als er sich vorstellen kann. Tja, dann sprich mal. Was für Dinge? Ich weiß, dass er immer noch Talos anbetet. Dass er die Talmor fast so sehr hasst, wie es die Sturmmäntel tun. Tja, das Kriegsentscheid. Dass er davor hat, aus Weißloch verjagt zu werden. Jo. Dass ich nicht dieselbe Mutter habe wie mein Bruder und meine Schwester. Dieses Schloss ist alt. Es gibt eine Menge Orte, an denen seit Ewigkeiten keiner mehr war. Orte, an denen man Dinge hören, Dinge sehen kann. Und die flüsternde Dame. Faria Fort. Die verrät mir ihren Namen nicht. Ich bin mittlerweile gut darin, an Schlüssellöchern zu lauschen. An der Tür im Keller höre ich sie zu mir sprechen. Ich dachte, dass man mich erwischt hätte. Aber sie hat angefangen, mir sogar noch mehr Geheimnisse zu verraten. Toll! Aber ich kriege die Tür nicht auf. Schade. Wo finde ich diese Tür? Im Keller. Keine Angst, ihr werdet sie nicht übersehen. Ich wette, dass sie auch zu euch sprechen wird. Ja, da ich Kinder nicht umbringen darf, wird es wahrscheinlich darauf nicht hinauslaufen, obwohl es vielleicht ganz wünschenswert wäre. Wo bin ich jetzt hier oben? Krimpf. Hallo. Da, geh doch. Als Khajiit kann man da... Nein, du kennst mich nicht. Halt, das ist die falsche Tür. Ich muss. Moment, ich muss... Ganz sicher, der Weg ist völlig klar. Ich sehe ihn direkt vor mir. Ich weiß genau, wo ich lang muss. Ja, ich gehe jetzt einfach doch hier unten in den Keller rein. Und hoffen, dass es richtig ist. War es übrigens nicht. Oder? Oder? Ach. Warte. Nee, okay, gut. Ach, Mann, ey, ich bin nur... Ach so, stimmt, ich habe ja im Weißlauf noch 5 Gold Kopfgeld. Ich erinnere mich, da war ja was, weil ich ja ausgebrochen bin. Beziehungsweise eben nicht, weil ich ja gefailt habe beim Ausbrechen. Naja, was soll's. So. Hä, wo gehst du denn jetzt hier runter? Hallo? Ach, hier! Gott, das habe ich komplett übersehen. Mann. Aha. Oh, die sieht wirklich ein wenig älter aus, die Tür, muss ich sagen. Ein wenig sehr älter. Hallo, Tür. An den Tür lauschen. Endlich. Hallo. Ich habe auf jemanden gewartet, der geeigneter ist, meinen Willen auszuführen. Das Kind ist enthusiastisch, aber ihm fehlen die Methoden. Ja, ist da jemand? Was konnte der Junge nicht tun? Ist da jemand? Leider kann ich eure Ebene so direkt nicht erreichen. Oh, das war dauerlich. Aber ich vergebe euch, dass ihr nicht wisst, wer ich bin. Nur wenige hören heute noch mein Flüstern. Ich bin Mephala, die Fürstin des Flüsterns. Toll. Ich ziehe an dem Netz der Verbindungen zwischen den Sterblichen. Liebe, Hass, Treue, Verrat. Der Junge war gut darin, Geheimnisse aufzuspüren. Von euch erwarte ich eine aktivere Rolle. Ach nö, ich will nicht aktiv werden.
Was soll ich tun? Zunächst müsst ihr diese Tür öffnen. Ja, da gibt's Probleme. Ein Teil meiner Macht wurde dahinter eingeschlossen. Und selbst meine Augen können nicht an den Siegeln vorbeisehen. Bedauerlich. Es wäre mir viel lieber, wenn dieser in den Händen einer so ehrgeizigen und fähigen Person wie euch läge. Kommentar aus dem Chat. Sie ist das Gegenteil von Captain Capslock. Die beiden sollten heiraten. Mephalem, die Fürstin des Flüsterns und Captain Capslock. Paranoia und Spannungen haben ganz Weißlauf erfasst. Der Hof des Jarl fürchtet mit Recht die Macht, die ich hinter dieser Tür besitze. Interessant. Der Jarl traut nur wenigen und diese werden sein Verderben sein. Das dunkle Kind weiß, wovon ich rede. Aha. Es soll euch auf eurem Weg geleiten. Interessant. Weiter? Ja, so. So, jetzt geht's. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich war jetzt gerade so fasziniert vom Zuhören, dass ich irgendwie nicht zugehört habe. Das passiert mir irgendwie öfter. Sprich mit Nelke. Ach so. Gut, das ist ja relativ einfach. Dunkles Kind. Dunkles Kind. Dunkles Kind. Kind, Kind, Kind. Kind. Kind? Ach, das ist ja schon wieder... Ah, was macht das mal im Hinterhof? Wir hören zurück zu den Jungen, ja. Hallo, Kind. Ihr kennt die flüsternde Dame, nicht wahr? Das spüre ich. Okay. Ich habe euch doch gesagt, dass ich alles über dieses Schloss weiß. Aha, wo ist der Schlüssel? Aus irgendeinem Grund ist diese Tür was Besonderes. Nur zwei Leute können sie öffnen. Balgruuf und Farengar. Der Hofzauberer. Kein Problem, den klaue ich den Schlüssel. Eine Sache, wie ihr es aus denen herausbekommt. Glaubt mir, niemand würde merken, wenn Farengar fehlt. Das Kind ist schon hardcore, ne? Also, das ist... Naja, der Farengar, das merkt keiner, wenn er weg ist. Der Hofmagier, der Einzige, den wir haben. Wenn er halt tot ist, dann ist das halt so, dann... Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit... Noch so ein Kind. Na gut, wir versuchen es erstmal auf die pazifistische Methode. Taschendiebstahl... Haben wir? Wo haben wir hier noch die... Die beiden uns nichts bringen. Kriegen der Taschendiebstahl. Und wir hatten noch was anderes. Hat man nicht noch Handschuhe, die hast? Nee, die Handschuhe waren noch fürs Schlossknacken. Schwer zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Ja, jetzt hau bitte ab, Junge. Ich brauche Ruhe. Ich muss den Hofmagier beklauen. So, was haben wir denn hier? Schlüssel zur Flüstertür. Reden wir nochmal eine Runde mit Farengar. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Sucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Alter, hat er viel zu reden. Ne, okay, gut, er weiß nichts. Ja, ich habe aber leider absolut keine magische Begabung. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Magisch bin ich ein Blindgänger. Ich kann maximal einen Heilzauber. Aber den kann ja jeder. Hallo, Flüstertür. Oh. Bringe die Ebenherzklinge. Die sieht aber nicht aus wie eine Ebenherzklinge, sondern mehr wie so ein anderes Ding. Warnung vor Ebenerz. All jene, die dies hier lesen, hütet euch vor dieser Klinge. Ich hoffe, dass die einzigen, die diesen Zugang zu diesem Raum haben, der Jarl vom Weißlauf und sein getreuer Zauberer sind. Falls jemand anders dies hier lesen sollte, bitte ich ihn, das Ausmaß seiner Torheit zu erkennen, zu gehen und niemals auch nur irgendjemanden gegenüber ein Sterbenswörtchen über diesen Raum und diese Klinge zu verlieren. Sie verdarb die Sehnsüchte großer Männer und Frauen. Dennoch ist ihre Macht ohnegleichen und sie tötet, während euer Opfer euch noch anlächelt. Nur ein durch und durch vergommener Tedra kann sich eine derartige boshafte und unredliche Waffe ausgedacht haben. Aber alle, die sie führten, waren am Ende so wahnsinnig wie jene wilde Männer, die durch den Hügel streiften und sich mit Kaninchen unterhalten. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Nicht einmal die heißesten Feuer der Himmelsschmiede vermochten sie zu schmelzen. Selbst die Kohle erkalteten, als die Klinge sie berührten. Wer könnte sie nicht vernichten und sie darf nicht in die Hände unserer Feinde fallen. Deshalb verstecken wir sie tief in der Drachenfeste, auf dass sie nie benutzt werde. Wehe jedem, der sich entscheide, sie an sich zu nehmen. Hallo, das bin ich. Ja, das Buch lassen wir hier mal liegen. Das können wir mal unter den Tisch packen. Zack. Ausgezeichnete Arbeit. Finde ich auch. Ich glaube, ihr seid scharfsinnig genug, um zu bemerken, dass die euch bekannten Beschreibungen der Ebenerzklinge nicht zu diesem Schwert passen. Es musste zu lange auf die Winde des Bündnisses und Verrats verzichten. Um zu alter Pracht zurückzukehren, muss es erst das Blut der Täuschung trinken.
Es ist bewundernswert, wie sehr eure Welt von Lügen und List durchdrungen ist. Meine Klinge ist wie ein Blutegel, der sich von Täuschungen ernährt und seinen Meister stärkt. Aha. Geht zu denen, die euch am nächsten stehen. Der letzte Schlag ihrer fehlgeleiteten Herzen wird meine Klinge beim Lied eurer Erhabenheit begleiten. Okay.